Boom! Ross Daniel alongside DJ Irie. Blessed is the man who walketh in the counsel of the righteous. We have to keep the faith, my brethren and sisters. Big up Rocksteady Fred, Reggae Rose Crew, man like C. Brown and all conscious artists out there. Keeping the faith for a better tomorrow. Peace and love every time. They tell you King Selassie and him are the foundation. From back in the days of David and Solomon, the queen of all trees and naturally bless up the land. Before the western religion to mash up the plan. Few got the ivy before the plantations, and the slave master with them sugarcane plan. To make the white rum, the bloody money in a hand. What them thinking, me just can't understand. Videos von Cannabisaufzucht und der Ernte oder Weiterverarbeitung werden von YouTube mit einer 18er-Sperre belegt, weshalb ich auf das Einblenden von Videomaterial verzichte. Somit wird Zensur geübt und dafür gesorgt, dass sich die Reichweite drastisch reduziert. Wer so ein Video sehen will, muss sich anmelden und zusätzlich sein Alter verifizieren. Die meisten YouTube-Nutzer machen das nicht. Zum Vergleich, gebt mal Hopfenernte oder selber Bierbrauen ein. Diese Videos sind frei zugänglich und zeigen die ganze Verlogenheit der Drogenprohibition. Drogen sind nur Drogen, wenn sie als illegal gebrandmarkt und von den angeblich Falschen konsumiert wie verkauft werden. Werden sie aber in Form von Alkohol, Kaffee, Zigaretten und Psychopharmaka verkauft, dann sind sie keine Drogen mehr. Ein Ende der Drogenprohibition ist längst überfällig und der Krieg gegen die Drogen ist ein Krieg gegen ein unerwünschtes Verhalten von Menschen, die sich dem Staat nicht unterwerfen wollen. Das ist der wahre Grund für den Prohibitionismus. Hope the ganja in me lungs and take a moment to give thanks where the vibes are come from. Blessed is the man who walk it not with the dumb, while the foolish and the wicked man I look like good fun. Member most high, Jah him always number one. So loving on this life and I go get another one. So me chant it on the youths and I go living on the slum, and me dedicate this one to the one of Bingy Drum. U wie umtopfen. Dazu noch ein bisschen Töpfe, Wurzeln und was ebenso dazugehört. Wer schon mal durch ein Gartencenter oder die Gartenabteilung eines Baumarkts geschlendert ist, wird eine Vorstellung davon haben, wie viele Töpfe, Kübel und Pflanzcontainer es gibt. Das, was man da zu sehen bekommt, ist aber nur ein Bruchteil dessen, was der Markt hergibt. Dabei sei gleich angemerkt, dort habe ich noch nie etwas gefunden, was für Cannabis-Grower interessant wäre, denn entweder ist es zu schwer, aus falschem Material oder einfach viel zu teuer. Wobei das Material an sich nicht falsch sein kann. Meist ist es einfach nur zu schwer, wie zum Beispiel Töpfe aus Ton oder Stein. Das Sortiment solcher Geschäfte ist eben in der Regel darauf ausgelegt, halbwegs schön anzusehen zu sein oder das, was man eben dafür hält. Wenn man schon im Baumarkt seine Töpfe kaufen muss und das Budget knapp ist, dann empfehle ich einen Besuch in der Haushaltswarenabteilung, denn dort findet man meistens Eimer. Die von der hauseigenen Eigenmarke gebrandet sind, sind die besten und werden oft noch am günstigsten angeboten. Meine ersten Grows fanden in genau solchen Eimern statt und es hat funktioniert, obwohl diese auch noch weiß waren. Eine gewisse Eigenstabilität sollten sie schon haben und die Wandung darf ruhig dick sein, besonders wenn die Eimer weiß sind. Ein Baumarkt mit dem Namen eines Architekturstils bot früher solche Eimer an und sie waren genau richtig für meine Zwecke. Die gemeinhin in allen Farben verfügbaren bunten Eimer, die eigentlich dazu gedacht sind, Putzwasser zu halten, sind nicht so gut geeignet, weil zu dünn. Wenn sie dann noch von heller Farbe sind, wirken sie ins Gegenlicht gehalten, als wären sie lichtdurchlässig. Solches Material ist ungeeignet, denn es kann Licht an die Wurzeln lassen und Wurzeln dürfen kein Licht bekommen. Die einzigen Eimer, die aber überhaupt nicht zu empfehlen sind, sind diese schwarzen, elastischen Eimer, in denen man Zement und ähnliches anmischt. Aus dem gleichen Material gibt es auch Wannen. Diese sind mit Weichmachern behandelt und gasen aus. Wenn man solche Behälter und Eimer im Growroom stehen hat, stinkt es die ganze Zeit wie im Reifenlager nach einer erdölartigen Ausgasung. Nicht nur, dass man davon nach einiger Zeit Kopfweh bekommt, will man das Zeug garantiert nicht an seinen Wurzeln und letztendlich nicht in seinem Ganja haben. Der einzige Nachteil von Eimern ist die Form, doch das sollte für einen Anfänger nicht so wichtig sein. Man verschwendet nämlich nur Platz. Es empfehlen sich also viereckige Gefäße, aber nochmal, für die, die es aus Prinzip einfach haben wollen, sparen müssen oder einfach paranoid sind und sich nicht trauen, beim Growshop zu bestellen, man kann auch mit Eimern grauen und nicht nur daraus rauchen. Zur Anzucht von Stecklingen oder Sämlingen kann man ebenfalls improvisieren und sich Party-Plastikbecher besorgen.
Das Fassungsvermögen von 0,2 Liter ist vollkommen ausreichend bis zum ersten Umtopfen nach 2 bis 3 Wochen. Danach habe ich immer 1,2 bis 1,5 Liter fassende Töpfe bevorzugt. Wer auch hier sparen will oder muss, oder manche erfreuen sich ja auch am Recyceln aus Prinzip, kann dafür PET-Flaschen nehmen, deren Hals man absägt. Diese sollte man dann aber mit dunkler Farbe anstreichen oder in schwarze Plastiktüten wickeln oder mit schwarzem Klebeband abkleben. Für weitere maximal 4 Wochen sollten sie in der Regel ausreichen. Bei Sativa-dominanten Varietäten kann man eine Woche oder sogar zwei, je nach Vitalität der Pflanzen, abziehen. Man darf nur nicht gleich die 10 oder noch mehr Liter fassenden Behälter verwenden. Diesen Punkt gilt es unbedingt zu beachten, denn er ist von enormer Wichtigkeit. Pflanzt man zu früh in einen zu großen Topf, kann sich kein vollwertiges und genügend verzweigtes Wurzelsystem bilden. Die Wurzeln wachsen sonst sofort zur Topfwandung und von dort nach unten. Die Wurzeln sind schließlich der Bereich der Pflanzen, von wo sie ihre Nährstoffe bekommen, und dieser Bereich muss so perfekt wie möglich an die Bedürfnisse angepasst sein. Je dichter und verzweigter das Wurzelwerk und je besser das Substrat durchgewurzelt ist, umso kräftiger, gesünder und vitaler ist die Pflanze. All diese Faktoren machen sich in der Blüte, den Buds und schlussendlich im Ergebnis bemerkbar. Solange alles passt und man sich daran hält, wird man es gar nicht bemerken. Aber wehe, es passt nicht. Dann merkt man den Qualitätsverlust sofort. Ähnlich wie beim Pokerspielen. Die etlichen Pots, auch die großen, die man in einem Pokerleben gewonnen hat, vergisst man. Die großen, die man verloren hat, die vergisst man hingegen nie. Ein Tipp: Nach der Ernte immer den Wurzelballen begutachten und auch ruhig die Erde zerbröseln, um zu sehen, wie die Wurzeln gewachsen sind. Bei einem richtig durchgewurzelten Substratballen kann man kaum ein Stück der Erde herausbrechen, weil er von den Wurzeln so eng und dicht durchdrungen wurde, dass sie die Erde fest zusammenhalten. Im Gegenzug dazu fällt ein schlecht durchwurzelter Ballen schon fast von selbst auseinander, wenn man die Wurzeln am Rand des Ballens entfernt hat. Man wird feststellen, dass die Mitte des Ballens nur ganz wenige oder vielleicht sogar gar keine Wurzeln beinhaltet. Dann lag das eindeutig daran, dass zu früh in einen zu großen Topf umgetopft wurde. Wie ich immer sage, der Topf wächst mit. Egal, ob das Ziel ein 11-Liter-Topf ist, ein 100-Liter-Kübel oder ein noch größerer Container. Solange die Topfgröße passt und das Material so gut wie lichtundurchlässig ist, spielt Form und Material eigentlich keine Rolle. Natürlich ergeben sich ganz praktische Erwägungen wie die Form. Man kann mit rechteckigen Töpfen den Platz unter der Lampe einfach effizienter nutzen, und Plastik lässt sich auch, wenn frisch gegossen wurde, leichter umherschieben oder tragen als Tontöpfe. Das Gewicht des frisch gewässerten Wurzelballens in einem Topf sollte nicht unterschätzt werden. Zu beachten gilt lediglich, bei Eimern und Gefäßen, die nicht dafür vorgesehen sind, Löcher zu bohren, um den Ausfluss zu gewährleisten. Allerdings aufpassen, dass man keine zu großen Löcher bohrt oder auch nicht zu viele, durch die es dann Substrat mit ausspült. Lieber mehrere kleine Löcher bohren als ein großes. Wer natürlich gleich mit denen in den Growshops angebotenen Behältern arbeitet, hat all diese Sorgen nicht, denn die sind vom Material, den Löchern, deren Durchmesser und der Form schon exakt so, wie es sich in Millionen Grow-Operationen von Millionen Growern weltweit bewährt hat. Wer das Abenteuer und den Kick sucht oder sogar braucht und Guerilla-Growing betreibt, also in der freien Natur, auf Gelände, das ihm nicht gehört, oder an Örtlichkeiten, von denen man schnell verschwinden oder viele Pflanzen an einen anderen Ort verbringen muss, empfehlen sich Growbags. Im Endeffekt stabile Müllsäcke, die mit Erde befüllt den gleichen Zweck erfüllen wie Töpfe. Doch Vorsicht, beim Guerilla-Growing ist Weiß als Außenfarbe auffällig. Aus einiger Entfernung vom Helikopter oder auf der Kamera einer Drohne ist Weiß im Grün und Braun der Landschaft leicht zu entdecken. Ist erstmal die Aufmerksamkeit erregt, ist es schon zu spät. Also immer bestmöglich schwarze Säcke nehmen. Doch auch hier heißt es aufgepasst, je nach Sonneneinstrahlung muss man sie möglicherweise mit Zweigen oder anderem Pflanzenmaterial abdecken, da sie sich sonst stark erhitzen und damit die Wurzeln schädigen und das Substrat schneller austrocknen lassen. Gleichzeitig kann einem das in kühlen Regionen oder bei einem Kälteeinbruch im Frühjahr den Arsch retten, wenn die Sonneneinstrahlung das Substrat vom Einfrieren bewahrt oder genug Wärme spendet, dass sich die Pflanzen gut entwickeln. Das muss man also standortabhängig ausprobieren. Aber auch bei den Säcken nicht vergessen, Abflusslöcher zu stechen. Die einzigen Materialien, die sich nicht eignen, sind Metall und Glas. Metall oxidiert und Glas ist eben in der Regel transparent. Das kann zwar der ein oder andere stylisch finden, wird aber den Pflanzen nicht gut tun. Überhaupt würde ich mich beim Grauen auf keine Experimente einlassen, besonders wenn man nicht über Jahrzehnte Erfahrung verfügt, denn es gibt zu viele Kleinigkeiten, die man nicht auf dem Schirm hat oder einfach nicht um die damit verbundenen Schwierigkeiten weiß.
Eine Art Case-Modding für Grow-Anlagen gibt es meines Wissens zwar nicht, aber ich selbst habe mich schon des Öfteren mit dem Gedanken gespielt, einen Grow-Room so zu konzipieren, dass es ein Hingucker wird, der das Auge erfreut. Ob es tatsächlich Grower gibt, die so etwas machen, weiß ich nicht, könnte es mir aber vorstellen, denn besonders bei hydroponischen und aeroponischen Grows, finde ich, könnte man schon einiges machen. Das sollte man jedoch als Spielerei betrachten und nur dann umsetzen, wenn man nicht, wie beispielsweise Patienten, auf die Ernte angewiesen ist und überhaupt würde ich damit warten, bis es legal geworden ist. Unabhängig vom Material gilt es zu beachten, dass sich bei allen Topfpflanzen die Erde und der Wurzelballen zusammenziehen, je trockener das Substrat wird. Das hängt damit zusammen, dass die Pflanze dann versucht, jeden letzten Tropfen Feuchtigkeit aus dem Substrat zu saugen und diese versucht zu konservieren, zusammenzuhalten quasi. Dadurch entstehen Spalten an der Topfwandung. Im schlimmsten Fall, wenn es eigentlich schon zu spät ist, kann man die Pflanze am Stamm packen und zusammen mit den Ballen aus dem Topf heben. Dann leidet die Pflanze allerdings schon unter schwerem Wassermangel und Blätter wie Äste hängen schlaff nach unten. So weit darf man es nicht kommen lassen, die Pflanze nimmt dadurch irreparablen Schaden. Auch wenn sie sich wieder fängt, tut man ihr damit keinen Gefallen und letztlich sich selbst auch nicht, denn darunter leidet wieder mal die Qualität. Sollte es doch so weit gekommen sein, dann nicht literweise Wasser drüber kippen, denn dann verhält es sich wie bei vollgesogener Erde. Das Wasser läuft einfach vorbei in den Untersetzer oder Auffangbehälter. In solchem Fall ganz wenig Wasser vorsichtig in Stammnähe aufbringen und warten, bis es eingesickert ist. Das kann einige Minuten dauern. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis der ganze Ballen wieder feucht ist, aber auch nicht tropfnass. Ich empfehle den Grow-Room außerdem gleich so zu konstruieren, dass man keine Untersetzer braucht. Man muss immer bedenken, dass es zu einem pH-Lock kommen kann, wogegen nur Spülen hilft. Viel Spaß beim Spülen mit Untersetzern. Das ist nicht schwer. Man legt den Boden einfach mit Schaumstoffplatten zur Isolierung aus. Das kommt auch der Temperatur zugute, denn ein kalter Boden ist eine Katastrophe. Klar, im Vorteil ist man, wenn man, wie in meiner ersten Wohnung, eine Fußbodenheizung besitzt. Konstruktionsplatten leicht abschüssig darüber gelegt und mit Teichfolie abgedeckt, die man mit Montagekleber mit den Wänden verklebt und der Fall ist erledigt. Am Ende, am besten, wo sich die Tür befindet, lässt man ein Reservoir entstehen, indem man dort einfach keine Unterlage verbaut. Je höher der Unterbau, je mehr Fassungsvermögen hat das Reservoir und umso leichter tut man sich im Falle des Spülens mit dem Abschöpfen oder Abpumpen. Zurück zum Austrocknen. Manche Grower machen das absichtlich, weil der Stress, den die Pflanze dabei erleidet, in vermehrter Produktion von Cannabinoiden resultieren soll oder in einer Anstrengung der Pflanze, die sich dann in Form von erhöhten Cannabinoid-Konzentrationen äußern soll. Hierüber wird sich trefflich gestritten. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist oder nicht, würde aber davon abraten, denn ich bin der Meinung, Stress muss nicht immer gut sein, ähnlich wie bei Tieren. Bei denen ist die Fleischqualität auch besser, wenn sie möglichst wenig Stress in ihrem Leben ausgesetzt waren. Wer das LST-Video gesehen hat, weiß auch, was es mit Stress auf sich hat. Pflanzen können ihn zwar aushalten, aber ich meine eben, er sollte so low wie möglich gehalten werden. Außerdem entstehen mit dem Austrocknen und dem damit einhergehenden Zusammenziehen des Wurzelballens und der Erde immer diese Spalten, was ein Einfallstor für Licht, Keime, Bakterien und Insekten darstellt, vor der die Wurzeln normalerweise geschützt sind, wenn es keine Spalten gibt. Jeder Kontakt mit Luft, also über einige Stunden hinweg, nicht beim Umtopfen, was in ein paar Minuten erledigt ist, lässt die feinsten Spitzen der Wurzeln verdorren und absterben. Ich stelle mir die Spitzen der Wurzeln immer vor, wie die Tentakel eines Tiefseekraken oder die Fühler eines Insekts. Die Vorhut quasi, die das unbekannte Territorium erforscht, jeder Rest nachrückt und das Substrat durchwurzelt. Wäre ich ein solches Wesen, würde ich bemüht sein, meine Vorhut vor jeder Beschädigung oder Verletzung zu bewahren. An der Topfwand angekommen gibt es zwar nichts mehr zu erforschen, doch das heißt ja nicht, dass man sie dann absterben lassen kann, nur weil sie nichts zu tun haben. In diesem Fall gibt es aber auch wieder Grower, die die Auffassung vertreten, das wäre gut, sie absichtlich absterben zu lassen, denn das würde wiederum Stress erzeugen, der dazu führt, dass mehr Wurzeln gebildet werden. Ich sehe das nicht so, wie oben schon zum Thema Stress angemerkt. Wenn man das alles berücksichtigt und dafür sorgt, dass das Medium immer schön feucht ist, nicht nass, es keine Spalten gibt und die Pflanzen davor bewahrt sind, auszutrocknen, zu welken oder auch nur einmal die Triebe und oder Blätter hängen zu lassen, wird nicht nur, das ist meine Meinung, mit besserem Harz und somit Dope beglückt, sondern auch mit dem vollen Spektrum möglicher Terpene. Sofern natürlich die Temperatur nicht so hoch ist, die sich im Übrigen auch auf den Verdunstungsgrad des Wassers auswirkt, gleich ob in den Blättern oder der Erde. Je heißer es ist, je mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen und je schneller wird man gießen müssen.
Hohe Luftfeuchtigkeit birgt aber immer die Gefahr von Schimmel und zu hohe Temperaturen erhöhen ebenfalls wieder den Stress, weil die Pflanze im Endeffekt nur noch damit beschäftigt ist, Wasser zu verdunsten, um das Gewebe der Pflanzenoberfläche zu kühlen. Siehe oben, Thema Stress. Und ja, Pflanzen schwitzen auch. Natürlich kann man nicht immer für die optimalen Bedingungen sorgen, doch das gilt eigentlich nur für den Sommer und auch hier kann mit einer Klimaanlage abgeholfen werden. Im Winter mit der Heizung. Die Temperatur sollte im Bereich von 23 bis 27 Grad liegen, nicht weniger und auch nicht mehr. Im Idealfall bleibt die Temperatur gleich, auch wenn die Lampe ausgeschaltet wurde. Was in kleinen Homegrows natürlich schwierig umzusetzen ist, aber jedes Grad Unterschied sorgt für Kondensation und somit für Feuchtigkeit, die bei zu wenig Ventilation im Windschatten des Ventilators oder der Ventilatoren debatz schimmelanfällig macht und das will man auf keinen Fall. Schimmel ist immer auf zu hohe Kondensationsfeuchte zurückzuführen und ist mein erklärter Todfeind. Ich kann gar nicht beziffern, wie viele Bats ich an den elenden Grauschimmel schon verloren habe. Grown ist eine komplexe Sache und besonders indoors. Ich habe es schon mal gesagt, muss man Gott spielen. Es gilt, so viele Parameter zu beachten und Zusammenhänge zu berücksichtigen, die einem Laien oder Anfänger überhaupt nicht klar sind und einem das Leben schwer machen. Deswegen ich immer wieder jedem rate, der die Möglichkeit hat, baut draußen an. Viele der Probleme hat man dann einfach nicht und Töpfe außer zur Anzucht braucht man auch nicht. Billiger und besser ist es außerdem auch noch. In den USA und in Kanada gilt Sungrown nicht umsonst als Qualitätsmerkmal für besonders gutes Staub. Es sei noch angemerkt, dass beim Einsatz von CO2 beispielsweise die Temperaturen, Luftfeuchte und Lichtverhältnisse angepasst werden müssen, weshalb ich die oben angegebenen Temperaturen auf eine stinknormalen Homegrow für Anfänger beziehe. Das hier stellt außerdem keine umfassende Generalanleitung dar, denn wer so eine sucht, sollte sich mit den Büchern von Jorge Cervantes und Ed Rosenthal befassen. Die beiden haben schon alles geschrieben, was es zu wissen gibt und ich erhebe nicht den Anspruch, den beiden das Wasser reichen zu können. Ich will lediglich dem Anfänger und 0815-Grauer versuchen zu vermitteln, dass auch mit einfachsten Mitteln gutes Gras für den Eigengebrauch herzustellen ist. Wer lernen will, wie man das beste Gras der Welt herstellt, sollte die oben genannten Bücher lesen und dann ein Studium an der Oxfordham University anstreben oder versuchen ein paar Jahre lang bei den etablierten Grauern und Züchtern in USA, Kanada, Holland oder Spanien einen Job zu bekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal, lasst ein Like da und schaut wieder rein. Euer Philipp Martin Klein, Schriftsteller, Bücherwurm, Filmfan und Drogenaktivist. More love, more life, Rastan, you come chant and say so. Blessed love.